Digga, was geht ab mit dem Wetter zurzeit? Hier, das ist am 10.06. in München gewesen. Übertriebener Hagelschaden, der da übertrieben schwere Hagelunwetter, die da in München vorgekommen sind. Krass, und das war jetzt am 10.06. und gestern Nacht war das, glaube ich, beziehungsweise heute Nacht, also 12.06. Da war übertriebenes Hochwasser in Berlin, Hochwasser in Berlin gewesen, beziehungsweise in ganz Ostdeutschland. Gebt euch das mal. Heftige Unwetter haben am Pfingstmontag im Südosten. Genau. Hauptsache, er hat eine Garage, aber der Geschäftswagen steht natürlich draußen. Voll Kasko regelt. Besonders die Gebiete vom Ammersee bis in den Norden Münchens hat es dabei schwer Scheiße. getroffen. Die Schäden sind immens. Also die Versicherung. Rest in Peace. Da wird's abgehen, hey. Autoscheiben und Dachfenster werden zertrümmert. Teils werden sogar ganze Hausfassaden zerstört. Wenn ich überlege, das war einfach in München. Hier war gar nichts gewesen. Hier hat es nur geregnet. Also in Stuttgart. Das ist krass, Alter. Glück gehabt. Ich meine, ich habe auch voll Kasko, aber keinen Bock auf so einen Scheiß. Der flucht einfach auf seinem Balkon, Mann. Geh doch rein. So ein Idiot. Einfach die Alarmanlage ist angegangen. Krass eigentlich. Habe ich bestimmt die Scheibe eingebrochen oder so. Ja. Krass. Ja, das Video geht halt jetzt noch 40 Sekunden, aber ich gebe mal ein Hochwasser Berlin oder Ostdeutschland oder so. Was soll ich einschreiben? Ich gebe mal Ostdeutschland. Vielleicht kommt da was. Vor 4 Stunden hier. Starkregen und Gewitter treffen Ostdeutschland besonders stark. Das habe ich gesehen. Vor allem im Osten Deutschlands gab es am Abend und in der Nacht zum Mittwoch nach Ah Angaben ja, das ist sogar in Berlin, genau. des Deutschen Wetterdienstes DWD Unwetter. Auch in Bayern, Berlin und Brandenburg gab es Gewitter. In Potsdam musste die Feuerwehr mehr als 100 Mal Also ausrücken. hier auf der Straße ist es jetzt nicht so schlimm, aber da gab es schon Straßen, also die waren komplett voller Wasser. Also Mehrere da haben die ein oder anderen Autos schwimmen gelernt. Keller liefen voll, Bäume stürzten um, Wasser sammelte sich auf einigen Straßen, ebenso in Berlin. Die Temperaturen bleiben im Osten Deutschlands auch am Mittwoch sehr warm. Die Spitzenwerte liegen nach DWD-Angaben bei bis zu 34 Grad. Vor allem am Nachmittag könnte es aber größere Regenmengen geben, mit mancherorts mehr als 30 Litern pro Quadratmeter in der Stunde, Ja. etwa in Teilen Sachsens, sagte ein DWD-Sprecher. Im Westen liegen die Höchstwerte demnach mancherorts bei unter 20 Grad. Krass. Aber was geht mit dem Wetter ab zurzeit? Das ist echt nicht normal. Wenn ich mal eingib, Wetter. Ja, gehen wir mal Stuttgart ein. Wie es so in den nächsten Tagen aussieht. Ja, eigentlich ganz gut. Immer bewölkt. Ja, um die 25 Grad so. Hier ein Tag Regen. Ja. 3 Tage Übersicht. Gut. Ja, gut. Krass. Aber es ist echt krass, was zurzeit mit dem Wetter abgeht. Also, ich weiß auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Naja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vom Hagel betroffen wart oder von dem einen oder anderen Hochwasser in Deutschland. Wie gesagt, krass. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Sta dietro dall'altra parte, guarda come butta! Grandine, grandine! Un mazzo! Oh! Mamma mia! Oh! Guarda
che palle da tennis proprio tu! Wow! Le macchine sono rotte, oggi le macchine sono rotte! I vetri sono rotti! Guarda che sta, guarda l'acqua lì! Mamma mia! Oh! I vetri, i vetri! Ha rotto il vetro! Scheisse! Fa vedere! No! Oh! Oh! Madonna! Eccola, ha rotto, ha rotto! Mamma mia! Ah! Ah! Oh! T'ho detto che veniva! I mortacci di Pippo, guarda che ha fatto! Lec mia marche! A pechi, mo che ne so io! A rotti i vasi! Tutti i vasi! Senti, ma che devo da fa'? Kräftige Gewitter und sogenannte Superzellen mit großem Hagel und schweren Sturmböen gab es am Montagnachmittag rund um München sowie später auch im Osten Deutschlands. Wir waren wieder live vor Ort und haben von dem schweren Hagelunwetter in Oberbayern berichtet. Vor allem rund um den Ammersee bis nach München gab es Golfball bis faustgroßen Hagel. Ja, wir sind hier in Inning am Ammersee, da ist ein Hagelunwetter drüber gegangen. Es sind ca. 100 Dächer hier im Ort zerstört. Einige Bäume umgerissen und wir sind gerade halt mit allen Einsatzkräften unterwegs, haben auch von Nachbarorten Unterstützung bekommen. Also Körner, die wo ich gesehen habe, waren faustgroß. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir hatten schon mal so ein Hagelunwetter, aber in der Größe habe ich es noch nicht gesehen. Meistens ein Hagel durchgezogen mit richtig dicken, mehr größer als Tischtennisbälle waren die Hagelkörner und die sind halt dann so groß, dass alles zerschlägt. Also die Stauden, das ganze Freiland, alle Pflanzen sind kaputt, aber auch auf selbst die Tische sind, die Beläge von den Tischen ist zerschlagen. Die Treibhäuser, zwei der Treibhäuser sind komplett alles Glas kaputt. Ob man das Treibhaus überhaupt wieder eindecken kann oder ob man es abreißen müssen und neu bauen, ich weiß es nicht. Neue schwere Unwetter sind möglich. Welche Regionen am meisten gefährdet sind, erfahrt ihr auf wetteronline.de. Ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.